ist mir wirklich zu kalt hier. Ja, ich merke es. Ich habe falsches Schuhwerk an. Ja, du musst natürlich gute Schuhe anziehen. Ah, das habe ich nicht gewusst. Wenn du da ins Gebirge gehst und ins nasse Gras. Gilt das schon als Gebirge hier? Ja, leider siehst du es jetzt nicht. Ich kann das Wetter eben auch nicht machen. Nee. Witzi? Guten Tag. Von Stuttgart. Ich komme ja gerade aus Zürich und habe dort versucht zu wohnen. Ich bin eigentlich aus Deutschland und suche ja in der Schweiz eine Arbeit, eine Frau und etwas zum Wohnen. Ja, ich bin da am Bauerndorf. Was arbeiten Sie alles? Ja, Landwirtschaft, alles. Klosterfrau zum Doktor, Einkaufen, Kühlhandel, Gerald. Was machen Sie mit den Klosterfrauen? Was, zum Doktor oder Einkaufen zum mit Takten? Den Doktor. Doktor? Ach, zum Doktor? Ja. Ach so. Ach so, ich dachte schon, was ich jetzt gerade gedacht habe. Und kann man hier auch so als Knecht praktisch anheuern? Suchen Sie manchmal so Erntehelfer? Ja, wir haben da schon drei Knecht. Oh. Wir haben 32 Hektar Land. Aber die können bestimmt kein Englisch oder so. Irgendwas kann ich bestimmt. Was nein, nein, wir können nicht. Bist du da noch in die Stube hier? Ja, ich komme mal rein. Herrlich. Okay. Ist hier offen? Nicht, dass Sie einen Hund haben. Ich habe so Angst vor Hunden. Haben Sie einen Hund? Ja, kein Hund. Kein Hund, ja. Ah ja. So, ganz schön niedrig hier. Also Sie sind ja hier der Coverboy im St. Gallenbauer. Das sind Sie, oder? Ja. So bin ich auf Sie gekommen. Klösterli Albert. Ja. Und warum Klösterli? Ja, weil ich schon viele Jahre hier bin. Jetzt haben wir die Leute, sagen wir Klösterli Albert. Darf ich auch sagen? Ja. Darf ich auch sagen? Aha. Geschlecht ist Fassler Albert. Das Geschlecht ist Albert? Fassler Albert ist das richtige Geschlecht. Ach so. Ja. Das Geschlecht ist... das hier, wer ist das? Das ist der Vater. Das ist Ihr Vater? Ja. Der raucht da Haschisch. Ja, nein, das ist Original. Original. Ach, der raucht Original. Nee. Was muss denn so ein Knecht machen? Ja, wann stehen Sie morgens auf? Um 4? Ja, jetzt nochmal mich. Im ersten Jahr war der Tag Viertel vor 5. Aha. Und dann zum Morgen essen, Hedäpfel zum Morgen und noch eine Kühe. Etwas füttern und vorhanden melken. Was kriegen die Kühe auch her, dafür? Nein, mehr, was sagt man da? Rösti. Rösti? Morgen, pöfig kann. Mm. Ja, ja. Um 5 Uhr morgens Rösti? Ja, wenn da Hunger kann. Ja. Alles müssen vorhanden machen, Mist rauswerfen und alles auch eintragen. Ja, ja. Ja, das ist aber schwierig hier mit der Sprache. Ja. Verstehen Sie mich denn? Ja, nicht gut. Nee, nicht gut, oder? Naja. Ich auch nicht gut. Sie verstehen sich auch nicht? Ja, nein, ich verstand auch nicht ganz gut. Ah ja. Ich war hier vor 40 Jahren noch, keine Maschine. Aha. Nur Meien und ein Pferdau, Ross. Was ist denn ein Pferdau? Ein Ross. Ich verstehe kein Wort. Und Melkmaschine, haben Sie auch eine Melkmaschine? Ja. Ach so, ich dachte, macht man gar nicht mehr so. Ah, nein, fertig. Oh, ist ja langweilig. Ja, ja. Kann man ja gleich in den Supermarkt gehen, oder? Ja, ja. Ja. Wie lange wollen Sie denn noch arbeiten? Hä? In Deutschland wollen immer alle gleich in die Rente gehen, wenn Sie 40 sind. Ja, nein, da. 65. Ja, 65. Mhm. Das dauert ja noch ein bisschen bei Ihnen. Ja. Ich suche ja eine Frau in der Schweiz. Ich möchte gerne heiraten, weil es dann auch mit dem Pass leichter ist. Ich habe ja nur einen deutschen Pass. Ja, und man kriegt ja schnell einen Schweizer Pass, wenn man heiratet. Ja. Und in Zürich habe ich das Gefühl, die sind alle so arrogant. Ja. Ne, so Schnicksen. Die sind ja wahnsinnig arrogant, so arrogante, reiche Mädchen. Und ich dachte, hier auf dem Land findet man vielleicht noch eine ehrliche... Na, schwierig. Schwierig, eine ehrliche schwierig. Frau. Schwierig. Wo würden Sie denn hier auf dem Land eine Frau... Wo suche ich denn da eine? Da müssen... Die freuen sich doch bestimmt, wenn... Wenn ein großes Fest ist, müssen wir schauen. Dann kommen die Frauen und die Männer zusammen. Ah, und dann macht man sie betrunken und... Ja. Da, geht hinter den Stall. Dann darf man nicht mehr fahren. Naja, das macht nicht ja nichts. Ja. Aber die Dorffrauen sind doch bestimmt... Ich stelle mir das so vor, die sind noch etwas unverdorben. Ja, da ist schon viel besser als in der Stadt. Ja, da, oder? Zürich, ja. Zürich ist nichts. Appenzell und da das ländliche Gebiet ist schon da viel besser. Die sind ehrlicher, die Frauen. Ja, ist, ja. Die haben auch ein bisschen größere Brüste. Die schaffen noch. Ja,
Ja, ja, nee, ich hab schon. Zürich, die hängen ja nur rum da. Mhm. Das ist ja nichts. Ja, ja. So. Da hinten hat es noch Schafe. Ja, Schafe jetzt. Ey. Ja. Die sind auch da jetzt. Die sind jetzt da. Ist das Schafwolle? Hä? Nee. Schafwolle? Nein, ein grünes Schaf? Gekauft. Gekauft. Ja. Warum haben Sie denn die Schafe dann? Zum Essen? Ja. Zmühning? Nein, wir haben viel steiler Boden. Steiler Boden? Früher hat man da muss man von Hand mähen. Ach so, das Essen, hat man die Schafe als Rasenmäher hingestellt? Jawohl, die müssen den steilen Boden fressen. Aber und heute? Immer noch? Die immer essen, noch. Die essen das auf. Und was macht man sonst mit den Schafen? Ja, verkaufen die Metzger. Metz. Oh, ist ja traurig. Dann haben die auch Namen, die Schafe? Hä? Haben die auch Namen? Das ja. Ist so der Franz und ja, der Peter? Ich sage Schafe 1. Andere haben Namen, aber wir haben nicht. Wir geben keinen Namen. Na, ist ja auch nicht gut, wenn man so eine enge Beziehung zu dem Schaf hat, ja, und es dann schlachten muss. Ja. Heute haben wir die Birke zerlegt. Das klingt ja nicht. Ja, ja. Können wir mal zu dem Stall rübergehen? Ja, ja. Mal die Schafe mal hallo sagen? Ja. Oh! Ja, die Schafe. Die erschrecken sich ja. Haben die Angst vor Menschen? Kommt da öfter mal so ein Knecht? Und das hilft dir jetzt nicht, ja. Und och, jetzt seid doch nicht so. Ja, was? Ich hab doch schon einen Pullover. Ihr fürchtet jetzt gefrimmt. So arrogante Schafe, ist ja wie in Zürich in der Bar abends. Na, dann gehen wir mal zur Apotheke. Hier ist ja die höchste Selbstmordrate in der Schweiz. Ach ja. Ja, das war Selbstmord, das kann man sagen. Nein, das ist ein Unfall. Das war Selbstmord. Das ist ein Unfall. Das ist ein Unfall? Ja, ja, das ist ein ich bin nicht sicher, der ist so gerade drauf. Weißt du, weil da sind so viele Personen, als hat die der Vogel wollen, dadurch. Und so viele Personen, da hat der... Und fliegt in die Wand hinein. Ja, das war Selbstmord. Ja, nein, das ist kein Selbstmord. Das war Selbstmord. Das ist ein Unfall. Ich hab's doch gesehen. Das war Selbstmord. So, jetzt haben die Vögel schon ein Bewusstsein. Es wird immer härter. Ich läut mal. Ich will ja unbedingt was gegen Depressionen. Nicht, dass ich auch wie der Vogel gleich gegen die Wand. Grüezi. Grüezi. Sagen Sie, die Bachblütenmischung, hilft das? Ja, das hilft. Und können wir mal was probieren? Also was? Mal so ein paar Depressionstropfen. Ja, so. Ja, warum haben Sie Depressionen? Das ist eine lange Geschichte, sie beginnt in meiner Kindheit. Ja, Sie können schon Depressionen haben. Ja, ja, ich weiß. Ja. Lange schon in Behandlung, aber so ist es halt mal mit Dr. Bachs Superblumen. Ist doch alles Mumpitz hier, oder Albert? Hä? Schon mal was probiert? Nee, oder? Eben. Ich bin gesund. Trink mal einen Schnaps, sag ich ja. Ich einen Schnaps haben. Ja, Schnaps. Eben. Bin ich zufrieden. Ich denke auch. Aber was soll's? Ist gut. Ja, na klar. Aber gut, die Ware. Ja, irre gut. Natürlich. 4x4 Tropfen täglich auf die Zunge geben. So gepinselt. Ich wollte gerade schon wie der Vogel gegen die Scheibe da fliegen, aber jetzt ist mir anders überlegt. Hallo. Auf Wiedersehen. Boah, der Vogel. Albert, wir müssen mal den Vogel wegräumen. Hä? Da kriegen die Klosterdamen kriegen noch Angst. Nicht in die Hand nehmen. Albert, du bist verrückt. Ja. Wir sind doch hier nicht am Grill.